und schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht immer noch um die digitale ID und der Oliver, der hat uns zur Station geschickt. Hier in Frankfurt schauen wir uns an, ob die uns weiterhelfen kann. Hey, grüß dich. Grüß dich, Jürgen. Endlich mal wieder ein Kicker. Ja, ne, gehört zu jedem halbwegs guten Startup-Büro mit dazu. Station ist eine News- und Vernetzungsplattform für das Startup-Ökosystem Frankfurt-Rhein-Main. Im Endeffekt, wir bringen jede Woche Artikel raus rund um das Thema Startups. Wir organisieren Events, unter anderem die Startup-Safari, und wir machen ein digitales Produkt, um Umfragen im Startup-Ökosystem quasi anzubieten. Digital, da sind wir genau beim Stichwort. Ich komme ja wegen der digitalen ID zu dir. Was bedeutet das für euch als Unternehmer? Also für uns als Station ist es natürlich super cool, dass wir erstmal, wenn wir Veranstaltungen organisieren, einfach genau sagen können, wer kommt da jetzt auch. Wir haben die Möglichkeit, Ticketing darüber zu machen, Zugangskontrollen, Impfpass, Impfzertifikate können abgefragt werden, alles komplett geschützt und mit einer sehr hohen, sage ich mal, Datensouveränität unserer Gäste. Was halt schön ist, weil dadurch, dass wir ganz genau wissen, wir brauchen nur die Daten und die Daten, heißt das nicht, dass wir immer komplett alles von den Leuten abfischen müssen, sondern wir können sagen, hey, wir nehmen nur das, was notwendig ist, und alles andere bleibt bei euch. Also auf die Gästeliste will ich auf jeden Fall mal drauf. Ja, sehr gerne. Also Startup Safari klingt wirklich gut, muss ich sagen. Ja, Startup Safari und Impact Week organisieren wir ja auch noch. Ja, ich bin begeistert. Gute Events kriegst du auf jeden Fall bei uns. Ja. Und neben den Veranstaltungen, hast du denn noch so ein Beispiel, wo wir in Richtung Smart Cities gehen? Ja, Smart City ist ja ein super weites Thema, wird ja auch gerade heiß diskutiert, und jetzt haben wir auch die neue Regierung im Römer, das wird bestimmt auf die Agenda kommen. Da ist natürlich das ganze Thema Frankfurt ID oder Smart ID auch einfach nur ein Mosaikstück von ganz vielen. Da kann man ja wirklich über Sachen reden wie smarte Müllentsorgung zum Beispiel oder generell digitale Stadtverwaltungsprozesse und so weiter. Und da ist es natürlich so, dass diese ID unheimlich viel erleichtern kann, ja? Sei es in der Bestellung meines neuen Personalausweises, ja, oder in der Ummeldung von meiner Wohnung oder Ähnlichem. Da gibt es tausende Anwendungsmöglichkeiten. Das ist halt das Schöne, weil wir da ganz am Anfang stehen von den Möglichkeiten, die wir haben. Wie siehst du denn die Möglichkeit, dass außerdem Personen auch Unternehmen eine ID benutzen? Klar, also ich glaube, aus Kundensicht macht das total viel Sinn, dass ich auch als Kunde die Sicherheit habe, okay, ich weiß wirklich auch gerade im Bereich Online-Shopping vielleicht, mit welchen Unternehmen stehe ich gerade hier im Kontakt oder im Dialog. Man hat natürlich die gleiche Sicherheit auch umgekehrt als Unternehmen, dass ich einfach weiß, wer hat da jetzt gerade was bei mir eingekauft und ist die Kreditkarte wirklich hinterlegt. Und jeder weiß halt, okay, ich gebe nur so viel Daten preis, wie ich eigentlich auch möchte. Und ein weiteres Beispiel ist vielleicht auch, so eine Technologie zu nutzen, also generell Blockchain, um halt auch Lieferketten und Ähnliches nachzuvollziehen. Ja, also auch wirklich den eigenen Kunden und Kundinnen sagen zu können, wir produzieren nachhaltig, und das können wir euch auch von A bis Z quasi nachweisen. Für mich wäre das jetzt wirklich ein weiterer Fortschritt, und für mich ist es auch gut, ich möchte mal wissen, wo ich die Sachen herbekomme. Wie ist es mit euch? Wollt ihr das auch wissen? Sagt ihr, brauche ich, oder ist nur Shishi für mich?